Lieber Herr Steuernagel, verehrte Gäste von VE23, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank zunächst für die Einladung hier ins Radialwerk. Ein wunderbarer Ort mit großer Geschichte und ich versichere den Nicht-Berlinern mit ganz, ganz lebendiger Gegenwart. Ich danke auch für die Einladung, ein paar Worte zu Ihnen zu sagen, die mir wichtig sind. Und vorab versichere ich Ihnen, ich bin wirklich gerne gekommen, denn Ihre Konferenzen zum treuhänderischen Unternehmertum versammeln seit, wie ich weiß, seit 5 Jahren eine stattliche Anzahl interessierter, sehr engagierter Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie fühlen sich auf besondere Weise, wie ich eben bei den Gesprächen oben auch festgestellt habe, dem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet. Und vielleicht kann man sogar, ohne Ihnen zu nahe zu treten, von einer wirtschaftlichen Avantgarde hier in diesem Raum sprechen. Unternehmerisches Eigentum, unternehmerischer Erfolg oder der Ehrgeiz, diesen Erfolg anzustreben, das vereint Sie alle. Sie vereint aber eben auch der Wille, diesen unternehmerischen Erfolg und damit den verbundenen Gewinn nicht als die einzige Triebfeder und als einziges Ziel Ihres Handelns anzusehen. Eigentum verpflichtet, diesen kürzesten Satz unseres Grundgesetzes, machen Sie groß und füllen ihn mit Leben aus. Die Idee, Kapital im Unternehmen zu binden, um dessen Substanz zu erhalten und damit dauerhaft dem Unternehmenszweck zu dienen, statt im Quartalstakt maximale Renditeansprüche einiger weniger zu erfüllen, diese Idee mag vielleicht, wir haben es eben gehört mit Hinweis auf Zeiss und Bosch, mag vielleicht nicht völlig neu sein, aber die langfristige mehrdimensionale Orientierung unternehmerischen Handelns ist im Grunde heute in unserer sozialen Marktwirtschaft oder sagen wir besser in einer Marktwirtschaft angelegt, die sich selbst als soziale versteht und so bezeichnet. Verinnerlicht und repräsentiert werden diese Grundsätze in besonderer Weise, auch darüber haben wir eben in den Vorgesprächen gesprochen, in vielen traditionsreichen kleinen und mittelständischen Familienunternehmen, von denen viele nicht zuletzt durch ihre Stetigkeit und Verlässlichkeit sich ein hohes Renommee mit ihrer Verantwortung für die Stadt, für das Gemeinwesen, für die Region erarbeitet haben, sondern, das wissen Sie, viele von Ihnen sogar bedeutende Anteile an den Weltmärkten erobert haben und dass das Qualitätssiegel Made in Germany heute immer noch einen guten Namen hat, liegt eben auch daran. Weil das so ist, ist es richtig, solchen langfristig orientiertem Unternehmertum immer wieder eine neue, auch zeitgemäße Form zu geben. Und doch geht es Ihnen, lieber Herr Steuernagel, Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern mit Ihrer Initiative für ein treuhänderisches Eigentum um mehr als das. Es geht Ihnen auch darum, unternehmerisches Handeln ganz direkt mit gesellschaftlichen Anliegen zu verbinden, etwa Klima- und Umweltschutz oder mit sozialer Verantwortung, zum Beispiel gegenüber Beschäftigten, Kunden oder Lieferanten. Und es geht Ihnen auch darum, unternehmerische Konzepte und Perspektiven über einzelne Personen und Familien hinaus zu entwickeln. Eine, wie ich finde, hochaktuelle Fragestellung angesichts der Tatsache, dass zunehmend mehr Familienunternehmen keine passende Nachfolge finden, die dann den Betrieb im Sinne der Unternehmen weiterführt. Die Stiftung Verantwortungseigentum hat, wie ich gesehen habe, auch Vorschläge vorgelegt, die rechtlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen dafür zu schaffen und zu erleichtern, um zu einer modernen Unternehmenskultur beizutragen. Die politische Debatte über solche Rechtsformen für treuhänderisches Eigentum, Stiftungseigentum läuft. Sie könnte wahrscheinlich nach der Auffassung vieler hier im Saal noch etwas lautstärker laufen, aber Ihr Grundanliegen, verantwortlichem Unternehmertum eine besondere Form zu geben, vielleicht auch rechtlich einfachere Form, hat meine Sympathie, meine Damen und Herren, und darum bin ich heute hier. Ich meine aber auch,
dass Gemeinwohlorientierung, dass Verantwortung für das Ganze der Gesellschaft eine Verpflichtung für jedes Unternehmen bedeutet, unabhängig von der Rechtsform. Ich will sagen, Gemeinwohlorientierung über die besondere Initiative, die Sie miteinander betreiben, Gemeinwohlorientierung müsste eigentlich darüber hinausgehen. Zwei Beispiele nur, um zu verdeutlichen, was ich meine. Der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft, die in einer historisch völlig neuartigen Weise von Zuwanderung geprägt ist, die muss jedem Unternehmen als Aufgabe begriffen werden. Schon um der Zukunftsfähigkeit, meine Damen und Herren, des eigenen Unternehmenswillens. In den nächsten 10 Jahren werden wir eine Anzahl von Menschen im erwerbsfähigen Alter in der Größenordnung von 3 bis 4 Millionen werden wir verlieren. Und war vor 20 Jahren noch Arbeitslosigkeit unser Problem, so gibt es schon jetzt einen Mangel an Arbeitskräften, der sich im nächsten Jahrzehnt dramatisch entwickeln wird. Wir erleben gleichsam ein Erdbeben in Zeitlupe. Vor diesem Hintergrund brauchen wir natürlich neben exzellenter Bildung und Ausbildung im eigenen Land, vor diesem Hintergrund brauchen wir Zuwanderung. Wir müssen sie allerdings organisieren und steuern. Dazu gehört einerseits, nach meiner Auffassung, Eindämmung illegaler Migration, andererseits gehören dazu legale Zugangswege mit koordinierter und umsichtiger Integrationspolitik. Arbeitsmigration ist nicht neu in Deutschland. Seit Ende der 50er Jahre haben viele Menschen aus Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, später vor allen Dingen aus der Türkei, hier eine neue Heimat gefunden. Und mit Blick auf Ihr Engagement, viele Migranten in unserem Land zeigen inzwischen eigenverantwortliche unternehmerische Initiative. Ich will sagen, wenn Sie in die Statistiken gucken, dann sehen Sie, dass die Gründungsaktivitäten dort höher liegen als bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte. Wäre dieses Thema das einzige Thema, um das wir uns zu kümmern hätten, wäre es gut. Aber kein gesellschaftlicher Bereich, keine Gruppe wird die elementare Bedrohung globalen Ausmaßes, die der Klimawandel bedeutet, einfach mit interesseloser Neutralität geschehen lassen können. Die immer dichtere Abfolge von Extremwetterereignissen, die wir auch in Deutschland spüren, Ahr und Erft, das zeigt und das mahnt uns, es geht hier ums Ganze und es geht uns alle an. Der Kampf gegen die Folgen der Klimaveränderung verlangt von Politik und Gesellschaft und eben auch natürlich von Unternehmen umfassende Konzepte und Maßnahmen, um möglichst schnell und effektiv zu dekarbonisieren, ja, aber gleichzeitig eben auch die industrielle Basis unseres Landes aufrechtzuerhalten. Verlangt von der Wirtschaft, aber natürlich ebenso von uns allen als Konsumenten eine konsequente Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Wir erleben heute, wem sage ich das, eine Zeit tiefer Umbrüche. Die demografische Entwicklung habe ich genannt, der ambitionierte, aber notwendige Weg zur Klimaneutralität auch. Aber eben, Herr Steuernagel hat es angedeutet ganz am Anfang, auch massive geopolitische Umbrüche, nicht nur mit Blick auf die Kriege Russlands gegen die Ukraine und Hamas gegen Israel, sondern auch mit der Veränderung in den wirtschaftlichen Schwergewichten, die sich in Richtung Asien, Ostasien verlagern, Indien und China. Das verlangt von uns allen Bereitschaft zur Transformation oder besser die Bereitschaft, sich der längst im Gang befindlichen Transformation tatsächlich auch offen zu stellen und sie aktiv zu gestalten. Dass wir das können, ich finde, das haben wir in zurückliegenden Strukturbrüchen durchaus gezeigt. Wir machen, weil das für unser menschliches Begriffsvermögen leichter nachvollziehbar ist, Umbrüche oft an ganz bestimmten Daten oder Ereignissen fest. Daten und Ereignisse, an denen sich anscheinend alles verändert hat. Dabei wissen wir aus der Geschichte, alle gerade die tiefsten Veränderungen geschehen über lange und längere Zeiträume, wenige von heute auf morgen.
Ein mir unvergessliches Beispiel, meine Damen und Herren, als ich am 21. Dezember 2018 auf Prosper Haniel in Bottrop dort die letzte Schicht begleitet habe und das letzte Stück in Deutschland geförderter Steinkohle entgegengenommen habe. Es war ein höchst emotionaler Moment. Viele, die im Saal waren, vor allen Dingen die Bergleute selbst, hatten Tränen in den Augen. Das war das Ende einer Epoche, die uns wirtschaftliches Wachstum und für viele in unserem Land Wohlstand gebracht hat. Aber diesem Moment ist vorausgegangen eine lange Geschichte von langsamen, aber doch eindeutigen Veränderungen in den Jahren und Jahrzehnten vorher. Schon Jahrzehnte vor dem Dezember 2018 war Strukturwandel im Ruhrgebiet zu einem vertrauten Begriff geworden, gleichzeitig gefördert, gleichzeitig gefürchtet, aber, und darauf kommt es mir an, vor allem eben unvermeidlich, dieser Strukturwandel. Heute stehen wir vor dem Aufbruch ins Wasserstoffzeitalter und KI wird Bildung, Arbeit, Wirtschaft und Sie wissen, auch Ihre Unternehmen verändern. Solche Veränderungen in den Blick zu nehmen, sie zu gestalten, dazu erscheint mir eine schon nach ihren Statuten langfristig orientierte Unternehmensführung geradezu prädestiniert. Die Früherkennung kommender Herausforderungen, die Möglichkeiten dagegen oder diese Herausforderung tatsächlich auch in den Griff zu kriegen, das wird eine der wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg sein. Und die Verantwortung liegt bei den Unternehmen, auch gegenüber den Beschäftigten, die natürlich wiederum selbst gefordert sind, sich diesem notwendigen, unvermeidlichen Wandel zu stellen. Darum ist auch gut, und das ist für mich gar keine Nebensache, darum ist es gut, wenn sich verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer sich nicht nur um Wandel im Unternehmen, sondern auch um den Kulturwandel kümmern, auch etwa durch Förderung, Auseinandersetzung mit Kunst. Ich meine nicht nur den Ankauf von am Markt längst eingeführten Blockbustern für die Vorstandsetage, sondern die wirkliche Begegnung mit und Förderung von junger zeitgenössischer Kunst. Oft sind junge Künstler die besten Seismographen für die schleichenden, oft kaum merklichen tektonischen Verschiebungen kultureller oder sozialer Verhältnisse, die dann erst später in ihren Folgen wirklich sichtbar werden. Auch das muss ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, deshalb bin ich hier. Zu meinen größten Sorgen gehört allerdings noch etwas anderes. Zu den von uns allen verspürten Veränderungen, die sich wohl auch schon länger angebahnt haben, gehört eine zunehmende Krise des Vertrauens in unsere freiheitlich-demokratische Ordnung, und zu ihr gehört die soziale Marktwirtschaft. Die immer öfter auch offen artikulierte Sehnsucht nach autoritären Strukturen, die wachsende Zustimmung zu radikalen, oft auch extremistischen Kräften und ihr wachsender Erfolg bei Wahlen sind dafür unübersehbare und beunruhigende Symptome. Symptome für eine Legitimationskrise, einer Ordnung, der wir jahrzehntelange Freiheit und Sicherheit, inneren Frieden und durch einen stabilen Rahmen für unternehmerisches Handeln auch Wohlstand zu verdanken haben. In dieser Situation kommt auch der Wirtschaft, kommt auch Unternehmen noch einmal eine, wie ich finde, besondere Verantwortung zu. Denn wo sich Wirtschaft der Verantwortung für das Gemeinwesen und die Umwelt entzieht, wo sich Gewinnmaximierung in Reinform, wo sich rücksichtslose Ausbeutung von Menschen und Ressourcen zeigt, wo Gehälter jede Vorstellungsmöglichkeit von normalen Menschen übersteigt, da setzt sich notwendigerweise die Vertrauenskrise fort, die spätestens, ich habe das in guter Erinnerung, 2008 mit der großen Bankenpleite und den großen Rettungsschirmen aus Steuergeldern massiv begonnen hat. Unternehmen sind heute, wenn ich das so sagen darf, in einem ganz neuen Sinn systemrelevant für das ganze Gemeinwesen. Wenn in ihrem Wirken
sozial und ökologisch verantwortungsvolles Wirtschaften sichtbar wird, da bin ich mir ganz sicher, dann stärkt das auch unsere freiheitliche demokratische Grundordnung insgesamt. So wie die Gesellschaft von der Wirtschaft verantwortungsvolles Handeln erwartet, so kann allerdings auch die Wirtschaft erwarten, dass solches verantwortungsvolle Handeln von Staat und Gesellschaft anerkannt, mindestens erkannt wird. Unternehmertum, wenn es verantwortungsgeleitet ist, ist nichts Fragwürdiges, sondern für unseren Wohlstand höchst erstrebenswert und wegen des oft persönlichen Risikos auch wirklich aller Anerkennung wert. Das kommt mir in den Debatten, die wir häufig sehr allgemein über die Wirtschaft führen, immer etwas zu kurz. Und auch bei der Diskussion über die ganz handfesten Parameter wettbewerbsfähigen Wirtschaftens, wie etwa der Frage der Besteuerung, der Bürokratie oder Regulierung, ist es ratsam, nicht überall gleich ungehemmten Lobbyismus zu wittern, wenn wirtschaftliche Interessen deutlich artikuliert werden, sondern scheint mir eher notwendig, sich die tatsächlichen Bedingungen wirklich vorurteilsfrei anzuschauen. Konkurrenz belebt das Geschäft, meine Damen und Herren. Das ist die älteste Binsenweisheit in der Wirtschaft überhaupt. Wir leben jetzt aber in Zeiten, wo es nicht nur um Produktkonkurrenz oder Leistungs- und Absatzkonkurrenz geht. Es geht eben auch hoffentlich mehr um Konkurrenz von Ideen und um die Attraktivität von Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen. Jedes Unternehmen, das auch nur etwas von dem ernst nimmt, was wir im weitesten Sinne unter dem Begriff Verantwortungseigentum verstehen, stärkt die Kraft der Idee der freien und sozialen Marktwirtschaft, stärkt die freiheitliche Ordnung auch in der globalen Konkurrenz der Systeme. So kann ich alle nur ermutigen, weiter innovativ zu denken, ungewöhnliche Ideen zu entwickeln und Ihre Verantwortung so wahrzunehmen, dass Ihr Unternehmen und sein Weg uns allen zugutekommt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihren innovativen Ideen und Konzepten Gehör finden in der Politik und in der Öffentlichkeit. Und im Übrigen wünsche ich Ihnen eine gute Konferenz. Vielen Dank.